FDM-Slicer gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Es gibt den IdeaMaker-Slicer, es gibt den Kura-Slicer, es gibt Slix3R und basierend auf Slix3R gibt es natürlich den Prusa, den Bamboo, den Super-Slicer und basierend auf dem Prusa und dem Bamboo-Slicer gibt es natürlich auch inzwischen den Orca-Slicer und genau den schauen wir uns heute an. Das wurde mir angeraten, das Teil mal zu testen und in diesem Video zeige ich euch, welche Vor- und welche Nachteile der Slicer hat und welche Fehler er aktuell noch in der aktuellen Beta-Version hat und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Macorama.de. Eine wichtige Information gleich vorweg, ich nutze hier die Version 1.6.6 in der Beta. Das heißt also, wenn ihr das Video seht, kann sich natürlich einige schon in der Software-Version geändert haben. Von daher achtet ein bisschen drauf, dass ihr da entsprechend vielleicht das eine oder andere sich schon geändert hat. Wir gehen gleich mal in die Software rein und da sehen wir erstmal den Setup Wizard, der einen begrüßt und dort können wir erstmal die Region auswählen. Ich sage natürlich jetzt hier Europa und wir gehen auf das nächste Fenster und dort sehen wir dann die Druckerauswahl, also Printer Selection. Und dort sehen wir schon einige Drucker, die wir zur Auswahl haben. Artillerie, dann haben wir irgendwo hier unten natürlich den VZ-Bot, was ich ziemlich cool finde. Wir haben hier die Red Rake Drucker. Wir haben natürlich die Bamboo Lab Drucker. Wo sind sie? Da sind die Bamboo Lab Drucker. Wir haben auch irgendwo hier die Voron Drucker und hier unten irgendwo die Prusa MK3 und Prusa Mini Drucker. Und hier unten nochmal den Two Trees SP5. Den kann ich mittlerweile abwählen. Den habe ich ja in die Schule gegeben. Der interessiert mich jetzt hier in dem Slicer nicht mehr. Deswegen sage ich okay, raus damit und gehe auf den nächsten Schritt. Und kann hier erstmal Materialien auswählen. Da sage ich natürlich alle und gehe auf die nächste Seite und sehe jetzt hier, okay, es gibt ein Bamboo Network Plugin. Weil das Ding natürlich auf dem Bamboo Slicer basiert, kann ich auch hier das Bamboo Network Plugin installieren. Da ich keinen Bamboo Lab Drucker habe und auch keinen bekommen werde und auch keinen kaufen werde, überspringe ich jetzt den Schritt hier mal und sage, okay, finish. Und natürlich habe ich mir hier auch schon mal zum Testen einen Drucker eingerichtet, nämlich den Voron Zero. Und nicht nur den Voron Zero, sondern auch den MK3 und den MK4. Die ich beide schon entsprechend mit dem Slicer soweit versuche gerade einzustellen. Beim MK3 habe ich momentan ein Problem, dass der generell ein Problem hat mit dem Batmesh Leveling gerade, weil ich da was zerhauen habe, hardwaretechnisch gesehen, wo ich persönlich was kaputt gemacht habe. Und der MK4 druckt damit einwandfrei. Ja, ich habe auch hier den Neptune 3 Max schon mal drin und den Ultimaker und die ganzen Vorone, die ich da stehen habe. Die habe ich auch schon mal grundlegend angelegt, die habe ich aber noch nicht kalibriert. Die werde ich in den nächsten Streams so peu à peu nebenbei mal anfangen zu kalibrieren. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet gerne ein. Die Streams finden immer so oft statt, wie ich das die Zeit dazu finde. Meistens irgendwann abends ab 8, 9 Uhr. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich habe hier als erstes mal den Voron Zero eingerichtet. Und das ist ein ziemlich guter Beispieldrucker, um jetzt zu zeigen, welche Vorteile denn dieser Slicer hat und wo der Slicer auch ein bisschen an seine Grenzen gerät. Und ich fange jetzt erstmal bei einer Stärke an, die ich echt sehr, sehr gut finde, muss ich echt sagen. Und das ist hier oben im Menü. Unter Windows wird das Menü wahrscheinlich hier oben sein, aber unter Mac ist es hier oben. Und zwar der Calibration-Menüpunkt. Und dort findet ihr dann Kalibrierungstools oder Kalibrierungsdrucke, wie zum Beispiel einen Temperature Tower, Flow Rate Tests oder Pressure Advanced Test oder einen Redirection Test. Und wir fangen einfach mal mit dem Temperature Tower an, weil das ist schon mal das Wichtigste und das Erste, was ich meistens mache, wenn ich eine neue Rolle Filament drauf packe. Ich drucke mir einen Temp Tower. Ich habe jetzt hier auf dem Voron Zero ein ABS drauf, genauer gesagt ein KVP-ABS. Da weiß ich jetzt schon ungefähr die Temperatur. Die habe ich schon vorher eingestellt. Da habe ich hier schon mal einen Test gedruckt. Da ist die Flow Rate noch nicht okay. Deswegen ist hier noch so ein bisschen Wrinkling an der Seite. Das ist also nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier ein ABS-Material und da möchte ich gerne die Range von 260 bis 230 Grad testen in 5 Grad Schritten, wie es hier unten gezeigt wird. Und dann sage ich okay und mit einem Klick habe ich quasi mir einen Temp Tower konfiguriert, der genau das macht, wo ich im Prusa Slicer immer alles aufwendig quasi manuell konfigurieren musste. Da habe ich hier 260, 255, 250. Im Prusa Slicer müsste ich jetzt hier in den Preview Tab gehen oder in den Slice Tab gehen, müsste warten, bis er gesliced hat und könnte dann hier über diese Leiste hier entsprechend über diesen Schieberegler sagen, okay, da ungefähr möchte ich jetzt einen neuen G-Code hinzufügen und dort möchte ich dann die Temperatur ändern oder ich möchte den Flow ändern oder ich möchte irgendwas anderes machen. Ich möchte, was weiß ich, das Infill erhöhen oder sonst was in der Richtung.
oder Filament Change einfügen. Und das macht mir hier der Orca Slicer mit einem Klick quasi automatisch. Und das finde ich ziemlich genial, dass er das kann, weil das ist mit eines der fundamentalsten Testdruckobjekte, die man so haben kann. Ich habe auch immer vorher genau diesen Test Temp Tower gedruckt, weil ich hier zum einen das Bridging testen kann, zum anderen aber auch hier die Overhangs und zum anderen aber auch hier die Layer Adhesion mit diesen kleinen Spitzen, die man dann, ne, wo habe ich den Voron-Test? Hier dann ganz schön mit einer Pinzette Stück für Stück einfach umknicken kann. Dann kann ich gucken, okay, hält das? Und das sieht dann so aus eigentlich, wenn es gedruckt ist, dass dann diese kleinen Spitzen damit drin sind. Die kann ich dann, wo habe ich was zum Umpieksen? Ich nehme jetzt mal hier den PTFE-Schlauch, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, und dann kann ich gucken, wo ist, naja, wo brauche ich die meiste Kraft, um das Ding halt wirklich umzuknicken, damit das Ganze halt auch entsprechend eine ordentliche Layer-Adhesion hat. Finde ich genial, das Teil ist super einfach zu machen und gehört eigentlich, finde ich, ab sofort in jeden Slicer rein, dass man das automatisch generieren kann. Gehen wir nochmal zurück auf die Preview und ich lösche jetzt mal den Temp Tower, weil wir wissen jetzt, wie so ein Temp Tower aussieht, wie das funktioniert und wir machen mal den nächsten Flow Calibration Test und ich gehe jetzt hier explizit mal auf den zweiten Test, weil den ersten Test habe ich gedruckt und den zweiten und ich weiß jetzt ungefähr, welchen Wert ich ungefähr brauche, aber um euch das zu zeigen, wie ich das Ganze mache, gehe ich jetzt direkt mal auf den zweiten Test und ich sage hier, ja, zweiter Test generieren. Ich werfe hier erstmal alle Einstellungen über den Haufen und hier sehen wir jetzt ein paar wichtige Informationen, die uns der Slicer gibt. Nämlich zum einen, dass diese Testanordnung über den Rand vom Druckbett hinausgeht. Man sieht das hier an der Seite, da ist so ein bisschen dunkel eingefärbt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt also, wir müssten jetzt eigentlich hingehen und müssten sagen, okay, ich skaliere das Ganze jetzt mal und sage jetzt mal, na, Uniform Scale erstmal und sag hier, was weiß ich, 80%, damit das Ganze auf die Druckplatte drauf passt. Das ist natürlich ein bisschen lame, weil so verfälschen wir quasi auch so ein bisschen den Test. Also wenn wir jetzt, was weiß ich, zwei, drei Layer irgendwie zwischendrin hatten oder einen Layer oder zwei Layer zwischendrin hatten als Support, damit da ein Abstand zwischen dem Basislayer und dem Top-Layer ist, damit wir dort natürlich ein ordentliches Testergebnis haben. Und die Base Layer oder die Bottom Layer nicht das Top, den Top Layer verfälschen sozusagen, dann kann es sein, dass der, wie ist es bei so einem dünnen Objekt wie jetzt hier, natürlich der Support Layer, der ja dazwischen ist, der so ein bisschen Abstand als Puffer generieren soll, agieren soll, dass der jetzt quasi wegfällt. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehe ich nochmal hin und sage nochmal, wie ist es, Command Z bzw. Steuerung Z für rückgängig machen. Und dann wähle ich nochmal alle aus mit Command A oder Steuerung A. Und sage hier oben, das ist der Button, den kennen wir schon beim Prusa Slicer mit dem Auto Arrange und sage jetzt hier, okay, arrangiere mir die doch mal alle selbst. Und ihr schaut jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich diesen einen Klick tätige. Und dann seht ihr, Moment, hier sind drei Objekte, das ist noch so, wie der Prusa Slicer das macht. Und normalerweise würde der Prusa Slicer hingehen und würde den Rest einfach außerhalb von der Druckplatte irgendwo hinschieben. Und dann wüsste man, okay, das kann man drucken. Und normalerweise würde ich dann hingehen und würde sagen, okay, die Objekte habe ich jetzt gedruckt, die ziehe ich dann zur Seite, beziehungsweise die habe ich gesliced und ziehe mir die nächsten Objekte dann da rein und dann kann ich die wieder drucken, schiebe die auch wieder auf die Seite, wenn ich fertig bin. So habe ich bisher gearbeitet im Prusa Slicer. Aber ihr seht schon, der Orca Slicer hat hier auf der rechten Seite nochmal eine zweite Buildplate erzeugt. Und diese zweite Buildplate hilft mir natürlich dann entsprechend meine Drucke, sofern sie nicht auf die Druckplatte passen und hier so aufteilbar sind, dass ich die dann einfach zur Seite schieben kann und gut ist. Und das finde ich echt genial, dass man auf die Art und Weise größere Projekte, die nicht auf den Drucker drauf passen, organisieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Omni-Shelf nehme oder auch den Mandalorianer-Helm, den ich noch im Prusa Slicer selbst zerschnitten habe und damals hatte ich noch nicht den Neptun 3 Max, da muss ich dann auch immer wieder hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Objekte, die ich gedruckt habe, so wie ich es eben gezeigt habe, ich schiebe die rüber und fertig. Das brauche ich jetzt hier nicht mehr, sondern ich kann sagen, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, zwei Platten oder wenn es ein größeres Projekt ist, 4, 5, 6 Platten und weiß dann, okay, Platte 1, 2, 3 habe ich schon gedruckt, vielleicht im Octoprint, weil es dort grün markiert ist, als bereits gedruckt. Oder ich vermerke mir das irgendwo und kann dann sagen, okay, Platte 3, 4, 5 und 6 muss ich nochmal drucken und habe damit einen besseren Überblick über das Projekt entsprechend.
Das kann mir natürlich auch dann hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel mal die Teile für den Voron oder für den Voron Zero drucke, dass ich sage, okay, ich habe jetzt alle Akzentteile für das Display oder für den Skirt oder für das Panel Mounting oder aber auch alle Elektronikkomponententeile, die ich anordne, die packe ich dann da drauf und kann die dann drucken lassen und weiß dann, okay, die habe ich jetzt alle schön organisiert und habe das Projekt jetzt im Überblick und weiß ganz genau, wo ich jetzt gerade im Projekt momentan stehe. Das finde ich ziemlich genial, das erleichtert mir die Arbeit und gibt mir ein bisschen Überblick. Jetzt habe ich bei meinen Tests ausfindig gemacht, nein, das ist nicht der richtige, sondern habe hier bei minus 3 ausfindig gemacht, dass ich entsprechend eine Flowrate von minus 3 haben möchte. Das bedeutet, ich wähle jetzt hier erstmal von dem Pass-2-Test das Objekt mit der minus 3 aus. Meine Einstellungen sind normalerweise auf global hier unter Prozess und ich sage jetzt, okay, ich gehe jetzt hier auf Objekte. Und wir sehen, okay, das Objekt ist hier eine Historie ausgewählt und kann dann hier nach unten scrollen unter Quality, also Qualität. Und sehe dann hier unten, okay, das Flow Ratio ist 0,97, also 97%. Und das ist eigentlich genau die Flow Rate, die ich jetzt haben möchte. Also gehe ich hier oben bei meinem Filament, das habe ich jetzt schon mal eingetragen, KVP ABS für den Harley Quinn. Da habe ich auch schon den Temp Tower gedruckt, wie ich euch gezeigt habe und weiß, okay, die Temperatur ist schon soweit eingestellt. Und gehe dann hier einfach auf das Bearbeiten-Symbol und kann sagen, ich möchte jetzt hier, hatte ich vorher natürlich die 1 stehen gehabt und sage jetzt hier, ich hätte gerne die 97% bzw. die 0,97, nicht 10,97. Und möchte hier die 0,97 eingetragen haben, speichere das Ganze, bestätige nochmal und schon ist die Flowrate bei mir eingestellt. Das heißt also, dieser Test ist soweit auch schon mal fertig und kann abgehakt werden. Dann gehe ich hin und sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht nochmal Pressure Advanced testen. Und das könnt ihr auch mit euren Prusa-Druckern machen. Da könnt ihr dann im Start-G-Code entsprechend den Pressure Advanced-Wert hinterlegen. Den Link dazu, wie das geht, packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und dann sage ich einfach, okay, ich mache jetzt hier so einen Tower, das ist solch ein Teil hier, so ein schönes, naja, Häuschen im Prinzip, den druckt ihr einfach einmal durch. Das dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so in Richtung, je nachdem, wie schnell euer Drucker ist. Und dann könnt ihr hier entsprechend messen. Ihr seht es hier, ich habe es ein Pressure Advanced Steps, sind 0,002. Und je nachdem, wie hoch entsprechend der Punkt ist, wo ihr sagt, okay, das ist genau der Punkt, wo ich sage, da möchte ich eigentlich hin von dem Wert, dann müsst ihr einfach nur das mal 0,002 nehmen und dann habt ihr am Schluss euren Pressure Advanced Wert und könnt damit dann entsprechend natürlich euren Drucker auch richtig einstellen. Habe ich auch schon mal, glaube ich, gezeigt in einem der Videos, wie ihr das Ganze macht. Bei Clipper ist es dann entsprechend in der Printer-Config, wo ihr das Ganze einstellt, wo ihr dann Pressure Advanced entsprechend als Parameter eingibt und dann mit einem Doppelpunkt getrennt natürlich hinten dran den Wert eintragt. Und so kann ich mir dann auch hier mit einem Klick oder mit zwei Klicks, genauer gesagt, so einen Tower entsprechend zum Testdrucken erstellen und kann den direkt zum Drucker schicken. Dann habe ich nochmal als Test, was ich auch ziemlich gut finde, was ich bisher selten gemacht habe, aber einen Retraction-Test. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Standardwerte ein. Und ihr seht schon, er übernimmt jetzt hier vom KVP ABS quasi die Einstellung für das Material, für die Aufheizung und alles. Und dann werden hier natürlich diese Tower gedruckt und dann könnt ihr danach entsprechend auch eure Retraction einstellen. Kennt man mittlerweile, kann man auf Thingiverse und Co. dutzendfach runterladen, diese Tests, aber so ist es halt super einfach, dass es in den Slicer integriert ist und man das Ganze natürlich drucken kann. Finde ich super genial. Und dann gibt es nochmal was, was ich auch ganz cool finde, und zwar einen Tolerance-Test. Den habe ich auch schon mal mit dem Elegoo PLA gedruckt. Und der ist noch nicht ganz perfekt bei mir, beim Voron Zero, aber er ist schon mal ausreichend. Und der sieht dann am Schluss so aus, da könnt ihr dann mit einem Imbusschlüssel, also mit einem Sechskantschlüssel, entsprechend gucken, bis wohin kommt ihr. Bei mir war es, glaube ich, hier die 0,1 oder 0,05 und dort entsprechend testen, wie gut denn entsprechend dort euer Imbusschlüssel dort reinpasst. Und dann natürlich nochmal ein paar Justierungen vornehmen, falls ihr sagt, okay, das ist noch nicht ganz so, wo ich hin möchte. Das finde ich auch super convenient, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere, kleinere Tests. Hier unten gibt es ein Tutorial erstmal und es gibt nochmal einen Max Flow Rate und nochmal einen VFA-Test. Da gibt es aber nochmal auf der Webseite vom Orca Slicer nochmal einen Link dazu, beziehungsweise eine Dokumentation dazu, was die denn alles machen und wie ihr das Ganze auswerten könnt. Packe ich euch unten auch nochmal in die Videobeschreibung, damit ihr das entsprechend nochmal nachlesen könnt. Dann gehen wir mal hin und fügen jetzt erst einmal
nochmal einen Test hinzu. Das ist bei mir jetzt nochmal hier der Orca Tolerance Test. Und dann gehen wir einfach mal in den Preview Mode. Und im Preview Mode sehen wir einfach nur das geslicete Objekt, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und wir können hier erstmal unten den Toolpath abfahren. Ja, Layer für Layer. Das ist eigentlich an sich schon ganz schön gemacht. Und können natürlich auch nochmal hier den ganzen G-Code uns anschauen, ob denn da alles auch in Ordnung ist. Das ist natürlich für die Leute, die jetzt ein bisschen firmer sind mit dem Ganzen, entsprechend ist das sehr schon interessant. Und wir können natürlich sagen, okay, haben wir jetzt zwar schon gemacht, indem wir hier oben auf den Tab gegangen sind, aber wir können natürlich alle Platten slicen. Also wenn wir jetzt mehrere Platten haben, können wir natürlich alle slicen. Oder wir können sagen, okay, nee, wir möchten nur eine Platte entsprechend slicen. Wir haben jetzt hier nur eine, aber das wäre dann auch möglich. Und wenn wir dann diese ganzen Sachen, die wir drucken wollen, gesliced haben, können wir sagen, okay, ich möchte das Ganze drucken oder man kann es als G-Code exportieren. Ich sage jetzt hier aber drucken, weil ich meinen Drucker schon mit dem Orca Slicer verbunden habe. Und das ist das nächste Feature, was mir ganz gut gefällt. Man hat hier neben dem Drucker nochmal so ein Connection-Symbol, so ein WLAN-Symbol. Und wenn ich da drauf gehe, kommt hier so ein kleines Fenster hoch. Und da kann ich jetzt für alle möglichen Betriebssysteme, ich habe jetzt bei mir natürlich nur Octoprint und Clipper-Drucker hier im Studio stehen, aber man kann natürlich auch Duet-Wi-Fi-Drucker entsprechend einführen. Man kann natürlich Astrobox, das ist sowas ähnliches wie Octoprint, oder Rapid-Tier-Server, was auch sowas ähnliches ist wie Octoprint, kann man natürlich auch einfügen. Man kann die Verbindung testen, dann sieht man hier, okay, die Verbindung ist okay. Bei Octoprint braucht man hier nochmal einen API-Key, den man erzeugen muss. Das heißt also, man geht entsprechend in die Einstellungen von Octoprint, erzeugt sich dort ein API-Key und fügt den dann hier ein und kann dann nochmal testen, ist alles okay und dann funktioniert das auch ganz. Und dann kann man zum einen die Daten direkt an den Drucker schicken, also einfach nur hochladen oder hochladen und den Druck direkt starten, so wie man es von Mainsail entsprechend von der Oberfläche her kennt. Ich sage jetzt hier, okay, das möchte ich jetzt nicht hochladen, ich möchte euch noch was anderes zeigen, nämlich hier diesen Device-Tab. Und da muss ich sagen, das fand ich ziemlich cool, aber da gibt es auch noch ein paar Bugs, die zeige ich euch gleich nochmal. Und da seht ihr hier, das ist eigentlich die Weboberfläche von meinem Warone Zero von Harley Quinn, die ich normalerweise über einen Browser aufgerufen habe. Und ich habe mir erst gedacht gehabt, okay, das könnte ich mir dann sparen, entsprechend natürlich noch im Browser die Tabs aufzuhaben. Da komme ich auch gleich nochmal zu, warum es nicht so ist. Aber im Grunde genommen kann ich hier meinen Drucker ganz normal, wie gewohnt, entsprechend steuern. Ich kann ihn jetzt ganz normal homen, wie ihr hören könnt. Ich kann aber auch sagen, okay, ich gucke mir die G-Code-Files an und sage jetzt, okay, hier, das ist der Flowrate-Test auf dem KVP-ABS, der passt 2 von 2. Und den schiebe ich jetzt einfach mal hier in den Testdruckerordner rein, damit das Ganze hier aufgeräumt ist. Denn beim Hochladen schiebt ihr das Ganze automatisch in das Root-Verzeichnis rein. Das heißt also, der geht jetzt nicht hin und man kann jetzt nicht auswählen, okay, schiebt mir das Ganze in Testdruck oder irgendwas rein. Das würde ich mir wirklich noch wünschen als Feature, dass man das machen kann. Das macht er momentan noch nicht. Einen Fehler, den ich hier noch habe im Orca Slicer. Ich habe erst einen Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich habe doch eine Makro-Config entsprechend aufgebaut und habe doch dort die ganzen Makros eingefügt. Wenn ich da drauf gehe, seht ihr nichts. Gehe ich jetzt einmal in meinen Opera-Browser rein und sage, okay, ich möchte jetzt hier gerne in die Makro-Konfiguration reingehen, dann seht ihr, hier sind meine Makros da. Ja, da ist momentan noch sehr viel auskommentiert. Da bin ich jetzt gerade Stück für Stück dabei, mich heranzuarbeiten. Hier die Kammertemperatur, der Sensor ist noch nicht verbaut, den werde ich also nochmal verbauen. Aber ihr seht, da ist noch so ein kleiner Bug im Orca Slicer drin, den man hoffentlich noch behebt in naher Zukunft. Aber das sind erstmal Kleinigkeiten. Ich gehe nochmal zurück auf den Prepare-Tab und schmeiße jetzt mal hier den Test weg und erzeugt nochmal, weil es am einfachsten und am schnellsten geht, einfach mal hier den Calibration-Test und ordne den einfach mal an. Und habe jetzt hier zwei Druckplatten. Jetzt sage ich hier oben, okay, slice mir alle Platten. Er ist jetzt hier oben beschäftigt, sieht man entsprechend, dass ich alle Platten erstmal machen soll. So, und jetzt habe ich hier oben alle Platten ausgewählt und möchte gerne alle Platten an den Drucker schicken und alle an den Drucker hochladen und zum Drucken. Und jetzt sage ich hier, okay, Print. Und ich sage erstmal Upload. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in den G-Code-Files an. Und da sehen wir, das ist nur die erste Platte. Das heißt also, ich habe zwar hier zwei Platten, die ich gerne drucken möchte, aber er hat jetzt hier, ich weiß nicht genau, das müsste die zweite Platte sein, also hier unten die,
Die hat er jetzt gesliced. Ja, da ist das Teil in der Mitte und nicht so links angeordnet. Deswegen gehe ich davon aus, wenn ich mir das hier angucke, von dem Bild, was er mir angezeigt hat, von dem Thumbnail, was er mir generiert hat, dass hier entsprechend das die zweite Platte ist. Das heißt also, die erste hat er ignoriert und hat sie gar nicht erst hochgeladen. Das finde ich schade. Ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn ich auf alle Platten gehe und sage, druck mir das Ganze, dass er mir beide Dateien erstellt und beide hochlädt, dass ich sie dann entsprechend nacheinander drucken kann. Das passiert momentan leider Gottes, muss ich sagen, noch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das irgendwann als Feature kommt. Aber wie gesagt, das ist noch eine Beta. Ist also alles halb so wild. Dann gibt es noch einen Bug, den ich gefunden habe. Ich gehe nochmal zurück und lösche hier mal auch die Platte raus. Zum einen haben wir hier bei den Platten die Möglichkeit, das Ding irgendwie umzubenennen anscheinend. Also hier steht zumindest mal Untitled drauf. Ich habe versucht, hier oben das Ganze mit, naja, Mehrfachklick irgendwie auf die Platte entsprechend umzubenennen, mit Mehrfachklick hier drauf umzubenennen. Über Rechtsklick kann man auch nichts machen. Das Show Labels hat keine Auswirkungen und hier kann ich auf der Platte, wenn ich einen Rechtsklick mache, nichts am Namen ändern oder sowas in Richtung. Vielleicht habe ich einfach noch nicht rausgefunden, wie es geht. Oder es ist momentan ein Feature, was einfach noch nicht funktioniert. Da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass das nochmal umgesetzt wird. Ein weiterer Punkt, wo ich sage, okay, das finde ich noch ein bisschen schade, ist, wenn ich jetzt sage, okay, Pressure Advanced und möchte hier was anderes außer dem Tower, zum Beispiel mal hier so ein Pattern entsprechend, wie ich es vorher immer gedruckt habe, entsprechend generieren. Und ich lasse jetzt hier einfach erstmal die Standardwerte und sage, okay, das kann man erstmal verwerfen und dann habe ich hier, naja, einen Cube. Wobei ich mich jetzt frage, ich wollte eigentlich ein Pattern und kein Cube. Weil ein Cube kann ich ja relativ einfach drucken, da brauche ich ja jetzt kein Pattern für. Oder aber auch wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte gerne die Linien haben, wo dann nebendran entsprechend die Nummern angezeigt werden. Das habe ich schon gesehen, dass es bei dem einen oder anderen funktioniert. Aber hier jetzt nicht. Und da sehe ich nur PA-Test. Da weiß ich jetzt nicht, wie der Test später gelesen werden soll oder ob das jetzt noch ein Fehler ist, dass da die Linien nicht wirklich richtig erstellt werden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber eigentlich sollten das so ganz dünne Linien sein, die einem dann anzeigen mit der entsprechenden, mit dem entsprechenden Wert hinten dran, wo man jetzt gerade bei welchem Wert ist und wie das Ganze aussieht, wo er dann mal beschleunigt und mal abbremst, damit man sieht, ob denn da jetzt ein Abriss oder ein Blob entsprechend erzeugt wird durch das Beschleunigen oder durch das Abbremsen und dass man dann auswählen kann, okay, welchen Wert hat man denn entsprechend. Das funktioniert hier momentan auch noch nicht so, wie ich es sehen kann, denn das, was ich das leisten kann, das ist noch nicht wirklich der Rede wert. Das kann aber auch durchaus sein, dass das Ganze halt, wie gesagt, noch Beta ist, dass das Ganze, naja, mit Fehlern ist natürlich normal, dass das Ganze noch mit Fehlern durchsät ist und dass das Ganze nochmal behoben wird. Da bin ich drauf gespannt, wie die nächsten Versionen rauskommen. Da wird, glaube ich, fleißig gerade dran gearbeitet. Von daher bin ich da relativ froh und mutig, dass das Ganze hoffentlich wird. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Slicer ansonsten recht gut. Ich finde es auch hier an der Seite so mit den Werten, die man einstellen kann, recht übersichtlich. Es gibt halt pro Zeile einen Wert, den man einstellen kann. Das ist dann nicht wie im Bruiser Slicer oder im Super Slicer, wo man mehrere Werte in verschiedenen Spalten, also in Spalte 2, 3 und 4 nebeneinander stehen hat. Und dann man teilweise denkt, okay, worauf trifft jetzt die Beschreibung zu? Sondern es ist hier wirklich alles schön klar und einfach beschriftet. Das finde ich sehr gut, auch von der Intuition her, dass man das Ganze gut bedienen kann. Finde ich also wirklich gekonnt gelöst und auch wirklich schön gelöst. Und ich würde mir halt noch wünschen, dass insgesamt noch mal ein paar mehr Drucker drin wären, dass die ganzen Bugs behoben werden. Und dass natürlich auch diese Features hier oben mit den Tests, dass die natürlich mehr Slicer-Hersteller, also Brewster Slicer und Co. natürlich auch übernehmen. Das ist wirklich ein Punkt, den ich bei allen Slicern bisher vermisst habe. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal vielmals bei meinen Patreonen und bei meinen Unterstützern auf YouTube bedanken. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.